Das hochstilisierte Nationalgetränk ist für uns natürlich ein Thema, keine Frage. Als Museum einer Stadt, die gerade diesen Status Hauptstadt des Bieres hat, konnten wir natürlich dieses Jubiläum nicht einfach so vorüberziehen lassen. Obgleich, um es hier anzufügen, oder viele von Ihnen werden es ja wissen, bereits 3 Jahrzehnte vor dem Datum 1516, und zwar genau im Jahr 1487, schon das Münchner Reinheitsgebot angelegt wurde. Wir nehmen nun aber dieses große Jubiläum zum Anlass, die Bierstadt München genauer zu betrachten. Natürlich fällt jedem Münchner wie Ihnen oder aber auch jedem Auswärtigen sofort zum Thema Bier viel ein, zu diesem Münchner Lebensgefühl, egal ob es das Starkbier hier ist oder das gesellige Zusammenkommen in den Biergärten, in den Wirtschaften. Wir als Museum, als Stadtmuseum, gehen gezielt der Bedeutung des Bieres für unsere Stadt nach. Vor allem eben, wie sich die Bierkultur über die paar Worte hinaus, die ich gerade gesagt habe, auch wirklich so mannigfach in unserer Stadt widerspiegelt. Die Kuratoren hier haben herauskristallisiert, herausgearbeitet, die Stadtentwicklung von München, gerade im Zeitalter der Industrialisierung, wie wichtig hier das Bier war. Ja, festgemacht an den neuen Produktionsstätten, die hier verlegt wurden und einfach hier ein neues Stadtbild erzeugten, genauso wie die imposanten Bierpaläste, die gebaut wurden. Wir nehmen nun aber dieses große Jubiläum zum Anlass, die Bierstadt München genauer zu betrachten. Natürlich fällt jedem Münchner wie Ihnen oder aber auch jedem Auswärtigen sofort zum Thema Bier viel ein, zu diesem Münchner Lebensgefühl, egal ob es das Starkbier hier ist oder das gesellige Zusammenkommen in den Biergärten, in den Wirtschaften. Wir als Museum, als Stadtmuseum, gehen gezielt der Bedeutung des Bieres für unsere Stadt nach. Vor allem eben, wie sich die Bierkultur über die paar Worte hinaus, die ich gerade gesagt habe, auch wirklich so mannigfach in unserer Stadt widerspiegelt. Die Kuratoren hier haben herauskristallisiert, herausgearbeitet, die Stadtentwicklung von München, gerade im Zeitalter der Industrialisierung, wie wichtig hier das Bier war.